Heute ist Halloween, Grund genug also, um sich zu verkleiden. Doch auch in der Politik, da gibt es viel Süßes oder Saures. Dominik Knepp, Vizebürgermeister von Wien, der hat jetzt ein Foto auf X getwittert. Zu sehen ist hier der aktuelle Bürgermeister Michael Ludwig dargestellt als Räuber Hotzenplotz. Und der FPÖ-Politiker schreibt, am heutigen Tag wird in Wien vor allem durch den Räuber Rathausplatz Michael Ludwig Angst und Schrecken verbreitet. Er nimmt das Süße und gibt euch saure Miete und Heizkostenerhöhungen. Schluss damit. Ein FPÖ-Bürgermeister wird diese Erhöhungen innerhalb von 48 Stunden rückgängig machen. Die User auf X sind nicht wirklich begeistert. Sehr viel saure Kommentare gibt es hier für Knepp beispielsweise. Da wurde was vertauscht bei Ihnen, Herr Nominik D. Oder auch, das heißt auch Halloween, wissen Sie das noch immer nicht? Ein anderer schreibt, Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt, nur einmal so hervorgehoben. Also die Meinungen, die gehen auseinander, ob der Wiener Bürgermeister zurückschlagen wird und Knepp ebenfalls in ein Kostüm schicken wird, zumindest auf X, das wird man sehen.